Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von... Ich wollte gerade RimWorld sagen, warum auch immer. Nein, wir spielen Sheltered. Ich habe die Dusche abgerissen und bin gerade dabei, die neue zu bauen. Wir haben endlich mal ein paar Kisten. Wir können viel einlagern, so wie es aktuell aussieht. Und die Jungs sind wieder unterwegs. Und dann wollen wir mal schauen, ob die irgendwas finden können. Den Bauernhof hatten wir schon. Du wolltest nicht handeln, na gut, ist halt so. Ja, geht doch rum. Seht ihr, wie viel Platz wir hier haben? Ja. Wenn ich jetzt noch Tüten hätte, wäre das nicht grandios? Oder Rucksäcke? Okay. Das ist das, was ich liegen gelassen habe, genau. Okay, was brauchen wir nicht? Recycling-Shit brauchen wir nicht. Farbdose brauchen wir nicht. Holz nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Haben wir schon. Eimer. Seife. Die musste ich ja wegschmeißen. Auf jeden Fall Plastik müssen wir wieder mitnehmen. Stangen, Federn, Ventile, Lieder. Dies und dies. Und wir sind fast voll. Das ist der Wahnsinn. Sand brauche ich nicht. Erstmal bestätigen. Jo. Los geht's. Los geht's. Und wenn du damit fertig bist, kannst du mal den Schutzraum reinigen. Und wenn du da oben fertig bist, kannst du den Anzug zurückbringen. Und dann gucken wir mal nach, was wir noch so machen können. Fremde ansprechen. Ich hasse es. Wir schauen mal. Hallo, wie geht's? Wir wollen handeln. Wir sind ganz lieb. Schon nicht. Okay. Toilette? Na, geht auch auf Toilette. Bist du auf Automatik? Geh halt. Ist genug Wasser da. Ort durchsuchen. Und das Schöne ist, Essen, Trinken, alles da. Zack. Fremde ansprechen. Ja, hallo. In der kleinen Apotheke. Na? Keiner will mit mir handeln. Ja, schau doch mal wieder rein. Entspannungsmittel, Antibiotika, Adrenalin, Verbandskasten, Plastik, Wasser, Zement, voll natürlich. Nehmen, kein Platz für Essen. Was? Linse, kein Platz. Okay. Es geht schon wieder los mit dem Aussortieren. Das ist. Ja. Ich würde mal sagen, das brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir einmal Essen mit. Wir haben sonst gar nichts mit Essen. Naja, okay. Hier ist noch Sand und Kalk. Was? Warum habe ich denn hier Sand und Kalk? Nimm bitte, wenn dann Zement mit. Ja? Dankeschön. So, bestätigen. Ja. Okay, doki. Schatzi liegt da rum und will schlafen. Kann ich verstehen. Nach dem Schlafen. Trinken, essen. Untersuchen, Benzin mitnehmen, Nahrung mitnehmen, Holz mitnehmen, Wasser mitnehmen, Zement mitnehmen. Bestätigen. Oh, ist das schön, wenn man so viel Platz im Inventar hat. So, du hast gegessen, du hast getrunken. Untersuchen. Objekt fertigen. Was können wir da machen? Wir können bis Level 3 gehen. 40 Rationen, ja, das wäre schön. Gute Toilette wäre auch schön gewesen. Brauchen wir Nägelholz. Okay, Holz haben wir auf jeden Fall schon wieder am Stissel. Holz, ja, Nägel fehlen also im Prinzip. Gute Dusche habe ich, glaube ich, gebaut. Bum, bum. Ein Ofen, ja, Ofen. Scharniere, okay. Und Nylon und Leder. Den Fallstrick hätte ich auch noch gerne.
Fernglas finde ich auch noch cool. Linsen, Scharniere, alles klar. Metalldetektor. Dass ich Gewebe auch schon von Objekten. Orte zu entdecken. Okay. Gefriertruhe brauchen wir auf jeden Fall fürs Fleisch. Ich glaube, ich habe euch immer noch so ein Schlossknacker-Set mitgegeben, sonst, ne? Schlösser geöffnet, hat ein Expeditionsgang ausgerüstet, werden Häuser, Büros, Bahnhof, mehr Objekte gefunden. Ja, yeah, so war's, okay. Fernglas und Schlossknacker-Set hätte ich immer gerne eigentlich dabei. Zelt, Gemälde, Schrotflintenfalle. Eine Kaffeemaschine. Oh, Kaffee. Oh. Okay. Leather, leather, leather. Nylon, nylon, nylon. Besseres Bett. Holznägel. Mhm. Licht. Ja. Mhm. Das Regenfass würde ich gerne updaten. Vorratsregal. Eins wäre schön. Anstatt dieses komische Brett, was wir da oben zu hängen haben. Und das war's auch schon wieder, ne? Wir können nicht mal den kleinen Recycler bauen. 5 Transistoren, mehr Rohre, mehr Kunststoff. Wir können Verbandskasten machen. Wir können Gasmasken machen. Wir haben noch 3. Müssten wir vielleicht mal einen machen. Schlafsack. Ja. Oder eine blöde Plastiktüte. In der Hoffnung, dass wir eigentlich genug Leder und Nylon finden sollten, dann könnte man 2 Rucksäcke machen. Ja, wäre das nicht großartig? Dazu müssten wir allerdings was... Okay, 8 Nylon finden. Tja. Tja. Ach Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte mal hier... Nee, sonst auch nicht. Mach mal was du willst. Schutzraum umgestalten. Passt das Regal da drüber? Ja. Du kannst hier rüber. Wasser. So weit wie möglich. Ich sehe schon, da muss repariert werden. Haselein, steh auf. Du musst mal reparieren, ja. Anzuschauen, okay. Objekte untersuchen. Immerhin ein Scharnier. Gucken wir mal, ob wir Platz haben. Natürlich nicht. Nylon, natürlich nicht. Ja. Wasser, ja, okay. So. Tja. 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 Weg. Nylon. Weg. Scharnier. Da wurde repariert. Objekte durchsuchen. Ein bisschen umgestalten. Ich kann dich noch hier oben, soweit es geht. So. So. So Platz machen. Hat jetzt schon wieder mitten im U-Motoren. Motoren. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Ich da noch zu viel irgendeinen Scheiß dabei mit Seife? Farbe wollte ich sagen. Weiter geht's. Okay. So. Kakritas. So. Durchsuchen. Wasserspeicher ist am Limit. Dich noch darüber quetschen und dich darüber quetschen. Ja, nice. Lassen wir so.
Objekte untersuchen. Mehr zu essen. Mehr Eisen. Kaffee. Erstmal ignorieren und weitergehen. Okay. Wie wäre es mit Objekt fertigen? Schutzraum geht nicht, weil Holz. Oh Gott. Echt? Gut, dann bauen wir eine so. Und wenn du irgendwann mal hier fertig bist, könntest du Wasser trinken. Und was essen. Und wenn du da fertig bist mit dem Bauen, kannst du einmal durchwischen. Ja, ich habe euch ja gehört. Komm, ran hier. Mann, Mann, Mann. Mitwirken beim Blumenhändler schon wieder. Mann. Der hat so ein bisschen was von Fallout, okay. Mitgenommen. Mal sehen, was du hast. Scharnier hätte ich gerne. Kraftstoff hätte ich gerne. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Klopp. Fantastisch. Haben wir das nicht fantastisch wieder gelöst? Objekte untersuchen. Streichholz. Eimer. Ach, die Schalter. Ja, könnten wir theoretisch auch brauchen. Einmal Nylon, einmal Leder. Irgendwann mal, wenn wir ganz groß sind und stark. Wasser, Nahrung. Kein Platz mehr für Nahrung. Okay. Kein Platz mehr für Benzin, Nägel, Zement. Nahrung. Das ist genau ein Stack, ne? Muss erstmal reichen. Gucken wir mal, was der da will. Suchen. Ja, bitte. Hilfe, Hilfe. Was wollte ich? Du nimmst dir den Anzug und reparierst das. Bevor jetzt hier einer ankommt und Schabernack mit uns betreibt. Plastik mitnehmen, einmal mitnehmen, bestätigen. So, du willst eigentlich schlafen und du bist leicht gestresst, ne? Ja, okay. Vielleicht solltest du eine Entspannungspille nehmen. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Ja, schlafen ist gesund. Auch durchsuchen. Objekt untersuchen. Fleisch. Honig. Knoblauch. Motoren mitnehmen, das mitnehmen. Schalter haben wir immer noch nicht. Ja. Machen wir erstmal so. Mitwirken. Die Mädels sind aber auch gestresst da, ne? Ganzen Tag. Ablehnen. Ich will keinen. Einen müssen wir noch abstechen unterwegs, oder? So, du reparieren. Und danach Anzug zurücklehnen. Durchsuchen. Kriegen. Yeah. Geht nicht, geht nicht. Ja, Bretter, Wasser.
Sollen wir das Wasser da lassen und wieder Nahrung mitnehmen? Just in case. Danke. Wie wär's mit Duschen, Pipi machen, schlafen. Okay, Nahrung haben wir dann quasi schon wieder ausreichend. Können wir noch so ein Regal basteln? Nee, ne? Holz, alles klar. Schauen wir mal, was da wieder los ist. Im Wald. Ein Bär. Fliehen. Oh shit. Fliehen. Puh. Eieieiei. Schlafen. Ja, bitte. Willst du handeln? Ja. Handeln ist toll. Oh. Nimmer. Dafür kriegst du ganz viel Wasser. Handeln. Objekte untersuchen. Oh, Munition. Oh, okay. Okay. Sieht denn das bei dir aus? Du bist eigentlich wieder hier so ein bisschen im grünen Bereich, ne? Okay, sehr schön. Mach doch mal sowas. Wir haben momentan keinen Platz, um Fleisch oder Leder zu lagern. Okay. Das ist dann wohl so. Wir brauchen dann wohl doch den Kühlschrank. Zwei Scharniere, zwei Motoren. Oder der kleine Kühlschrank, ein Scharnier, ein Motor. Wir haben, wie immer, von allem zu wenig. Auch eine Weile dauern. Nochmal ein kleines Regal, wäre auch okay. Ein Scharnier zu viel wäre auch okay. Wir könnten noch einen Raum bauen, das ist auch in Ordnung. Mehr sehe ich gerade so nicht. Was jetzt wirklich noch wirklich interessant sein könnte. Okay, Jungs sind wieder da. Sehr gut. Bist du 100% und gesund? Okay. Schwarzer Regen. Dann schauen wir mal, ob wir die Dusche überleben. Könnten alles reinmachen. Oh. So, Dave. Duschen. James. Schlafen. Was machen wir denn mit dir? Im Besitz 4, okay. Eigentlich müssten wir Sachen bauen, ne? Oh, wir können den großen Kühlschrank bauen. Oh. Wenn wir den großen Kühlschrank bauen, hätten wir zwei Scharniere verbraucht.
könnten auch den kleinen Kühlschrank bauen. Der verbraucht nur ein Scharnier. Und dann hätten wir noch den Ofen, der ein Scharnier verbraucht. Und der gute Ofen verbraucht nämlich zwei und dritte. Ich bin aber tatsächlich eher für den großen Kühlschrank. Wenn wir die Chance schon haben, was Vernünftiges zu machen, dann sollten wir das auch nutzen. So. Dave, du hast geduscht. Dann kannst du jetzt noch die Toilette benutzen. Danach kannst du was trinken. Kraftstoff hinzufügen. Kraftstoff hinzufügen, das ist ja glaube ich immer. Genau. Hast du gemacht, dann kannst du jetzt was essen. Können wir noch ein Nahrungsmittelregal bauen? Jo, genau. Das ist auch toll. So, damit ist Dave durch, ne? Schlafen. Mach das mal nicht, bitte. Fortsetzen. Objekt fertigen. Ach Gott, das ist alles so. Klick, klick, klick hier, klick, klick, klick da. Ich hab den Überblick verloren. Tralala. Eine Umhängetasche. Perfekt. Perfekt. Oder warten. Können noch einmal oben looten nochmal gehen. In der Hoffnung, dass wir da dann nochmal Nylon und Leder finden. Unterdessen. Noch ein Regenfass bauen wäre auch gar nicht so verkehrt, ne? Wir bauen noch ein Regenfass. Zack. Schließlich ist das unsere Handelsware. James, du hast dich im Prinzip ausgeschlafen. Geh mal auf die Toilette. Und danach gehst du duschen. Und du nimmst dir den Anzug. Ja, ich werde nicht. Für das Pferd. Du bist am Duschen, kannst also danach in Ruhe trinken. Und wir können die Falle leeren. Perfekt. Guck doch mal, können wir hier irgendwas machen? Widerstand, Haltbarkeit, Leistung. Mehr Sauerstoff brauchen wir nicht. Erhöht die Haltbarkeit des Sauerstoffes, wodurch er sich langsamer abnutzt. Okay, und das ist ja den Widerstand gegen Sandstürme. Das könnte man doch eigentlich mal machen, ne? Einmal so. Aufrüsten. Effizienz, Haltbarkeit und Dekontamination. Dafür brauchen wir Leder. Ist auch so. Okay, haben alles Mögliche drin. So, du hast getrunken, geschlafen, fehlt noch Essen.
Und Ofen wäre langsam toll. Und ein besseres Bett. Tja. So ist es. Mal du fertig bist mit dem Essen, darfst du einmal putzen. Und du darfst dann den Anzug zurücklegen und auch erstmal machen, was du willst. Ja, gut, ihr Lieben, ich baue noch ein bisschen um, schiebe ein paar Sachen hin und her, vielleicht auch nicht. Und wir planen dann die nächste Expedition. Ich denke, wir gehen nochmal in die andere Stadt. Oder in die neue Stadt, gucken, was da abgeht. Und dann kommen wir hier Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Also vielen Dank fürs Zugucken und lasst mir einen Daumen hoch da und einen Kommentar oder so. Hm? Und ansonsten gibt es Twitter, Facebook, ja, ihr wisst schon. Also, bis dahin, tüdelü.